Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur DIY-Inspiration und Alaaf und Helau, es ist Karneval. Ja, die verrückte Zeit beginnt. Wir dürfen uns verkleiden. Ja, und wir haben uns dafür was ganz Besonderes überlegt. Es gibt 6 Mini-Challenges heute über den Tag verteilt. Wir werden nämlich den ganzen Tag im Karnevalskostüm verbringen. Und das Besondere daran ist, wir wissen noch nicht, was es wird. Nein, denn ich habe ein Kostüm für Eva rausgesucht und sie für mich. Ja. Ich hoffe, du hast was Gutes genommen, damit ich das dann auch auf den Spiel mit mir Account gleich anziehe. Ja, ich bin sehr gespannt, was du sagst. Es ist ein bisschen gewagt. Oh, okay. Also ich muss ehrlich sagen, ich war nicht ganz so doll kreativ. Ich habe mich halt einfach mal umgeschaut und habe halt hier was gesucht. Oh, schön. Genau, ich würde dir aber einfach, wir haben ja gesagt, wir haben so... Kleine Hinweise. Du musst es erraten. Und zwar habe ich einmal für dich das da. Ich glaube, es wird. Ich glaube, es wird das Einhornkostüm. Ja. Das ist nicht sonderlich schwierig. Was ist das? Eine Saugglocke. Eine Saugglocke. Okay. Das geht auch noch weiter. Oh, okay. WC. Ja. Ich glaube, ich habe eine Ahnung. Ja, ich gebe es dir mal. Ich habe es hier unterm Tisch. Gib es mir mal. Unser Tisch ist sehr gut ausgestattet. Okay. Einmal für dich. Ach nein. Oh weh, oh weh, oh weh. Ich hoffe, du findest es lustig. Also es ist witzig, aber es ist auch echt peinlich. Ein Emoji kaufen. Ja, cool. ich fand es so witzig. Ja. Ja, ja, kann man mal machen. Ich denke, es steht mir. Ja, cool. Okay, ich bin ja gespannt, wie die Challenges werden. Ob ich mich sehr planieren werde damit oder nicht. Ich gucke schon unter den Tisch. Genau, ich gebe dir einmal was. Ich habe natürlich auch was noch zusätzlich dazu besorgt. Okay, ne, damit cool. Es gewandelt ist. Und zwar bekommst du einmal eine Perücke. Eine neue Perücke. Ich hatte ja, ich glaube, ich hatte die pinke dazu mal an. Aber... Soweit ich sehe, ist das eine Regenbogenperücke. Richtig. Sehr, sehr cool. Mal etwas anderes. Okay. Dann würde ich sagen. Genau. Und natürlich farblich abgestimmt. Das kennst du ja schon. Ja. Ne? Der Onesie. Richtig. Ah, das ist voll kuschelig, ne? Das ist ja, total ist wie so eine gemütlich. Decke. Okay. Ja. Dann würde ich sagen, umziehen und genau. Los geht's. Dann machen wir einmal. Tada! Da? Ja. Wow. Es ist sehr... Es ist witzig. Ja, aber es ist ich echt... Ich finde es so süß. Ja, also ich mach's mal kurz ab, ne? Also ich muss sagen, es ist wirklich sehr bequem. Ja, ich finde es super für draußen, für Stadt und ja, Karneval. Fühlt sich so ein bisschen wie so ein Regencape an irgendwie. Ja. Ja. Ich bin super begeistert von dieser Perücke. Das sieht so süß sieht aus. Sieht so cool aus, finde ich. Sieht richtig süß hier aus. Hier oben das kleine Einhorngesicht. Oh. Richtig süßes Eichhörnchen. Eichhörnchen. Du bist aber ein süßes Eichhörnchen. Nein, also richtig süßer Einhorn. Einhorn. Ja, und ich habe hier unsere Challenge-Zettel. Okay. Wir haben ein paar Sachen aufgeschrieben. Uah. Ich habe ein bisschen Angst. Ich würde sagen, wir ziehen erstmal beide ein und dann erfüllen wir unsere Aufgaben. So, ich habe schon gezogen. Okay. Also es war wirklich klar, ich habe Bushaltestelle. Das heißt, ich darf jetzt in meinem schönen Kostüm an die Bushaltestelle gehen. Nach draußen? Mal gucken, ob noch Schüler unterwegs sind. Wahrscheinlich auf den Bus warten. Ja. Und ich habe die TikTok Style Challenge. Da würde ich sagen, hole ich mal mein Handy. Ja. Style Challenge. Kennt ihr das, wenn man so das Handy anmacht, TikTok aufgeht, man auf Video erstellen geht und die Selfie-Kamera noch an ist? Ja, das kenne ich. Und man denkt sich, und andere, die daneben dir sitzen, denken dann so, was macht denn die da? Was ist los? Warum erschrickt die sich vor sich selbst? So, wir machen mal den Style-Check hier. Einhorn-Style-Check! Also, ich denke, der Check ist... Oh, ich wollte nicht checken. ich denke, das wird ganz cool. Genau. So. Tremor, Baby, Tremor. Yay! So. Voll im Trend ist sie! Ja, perfekt für Wahnsinn. Karneval! Sehr gut! Voll im Trend! Und das Ding weiß nicht, dass gerade Karneval ist, ne? Also, ihr wisst Bescheid! Sehr cool! Gut! Es ist echt peinlich, ich sag's euch, ne? Wir laufen jetzt zur Bushaltestelle. Hier fahren ganz viele Autos und es ist... So lustig, ich bin auch mitgekommen. Ja, Eva wollte mich nicht alleine leiten lassen. Und ja, ich würde sagen, wir laufen jetzt zur Bushaltestelle. Ja.
Hier kommen schon ganz viele Menschen lang und Kinder. Ja. Jo. Auf geht's! Tänzle so. Ob wir peinlich sind? Oh, ein bisschen vielleicht. Es ist Karneval, wir dürfen das. Ich bin der Kackkaufmann an der Bushaltestelle. Genau, und ich muss jetzt... Hallo! Die Leute lachen und winken. Naja, ich warte jetzt hier. Ich glaube, 5 Minuten hat sie gesagt. Dann los. Hallo! Nein, ich stinke nicht. Du darfst dich neben mich setzen. Okay. Ich mach noch mal ein Foto von uns. Selfie time. Ich hab meine Kapuze gerne. Hallo! Schönes Kostüm, ne? Jo! So, ich glaube, 5 Minuten sind um. Ja. Aber ich würde sagen, wir gehen dann mal wieder zurück und ich machen auch. Die nächste Challenge. Ja, weiter geht's! So, also Style-Check war cool. Mhm. Bushaltestelle war peinlich. Ja. Aber es hat Spaß gemacht. Ich sag ja immer so, ne? Man braucht Mut. So. So. Als Emoji. Genau, also es macht ja auch so mehr Spaß. Richtig. Ne? Genau. So, okay, dann wühlen wir uns wieder durch. Make-up in einer Minute. Ich habe Instagram-Story. Ich habe die Social-Media-Sachen heute. Ja, das Coole ist, Make-up in einer Minute, wie male ich einen Kackhaufen an? Also, ja, aber ich glaube, ich habe eine Idee. Ich habe auch schon eine Idee, was ich mache. Na dann, let's go. Los geht's. So, dann habe ich mir mal hier was besorgt. etwas wir sind vorbereitet. Malfarbe und ein Spiegelchen. Genau, du machst die Stoppuhr. Ich mache die Stoppuhr auf 60 Sekunden. Mal gucken, ob man dieses Kostüm noch verschönern kann. Und los geht's! Okay. Du musst dann bei den letzten paar Sekunden Bescheid geben. Zähl ich runter. So. Ich mache mir braune Lippen, die nicht braun werden. Ja, du brauchst mehr Wasser. Sieht aus, als hätte ich Kaka gegessen. Oder zu viel Nutella. Ja, so kann man aussehen. Oh, ich kann das jetzt hier. Wie viel Zeit habe ich? Muss ich das jetzt hier schön machen? 20 Sekunden noch. Was? Ernsthaft? Okay, dann lasse ich das und dann male ich mir hier. Wie sieht denn ein Kackhaufen aus? So ungefähr, ja. So. Augen! Er braucht Augen! Oh. Oh, 4 Sekunden, 3, 2, 1 und stopp. Verwerfen. So, also, brillant. Es sollte ein AA-Haufen werden, aber es ist leider nicht so richtig geworden. Aber ja, eine Minute ist auch echt sportlich, muss ich sagen. Ja, das ist sehr knapp. Aber ich habe meine Challenge, hoffe ich, bestanden. Ja, ich finde, Daumen nach oben dafür. Also bei dem Kostüm. So, dann würde ich sagen, du machst direkt weiter mit deiner Instagram-Story. Genau, du musst dir natürlich auch Accessoires nehmen. Ich habe hier meine Einhornschuhe dabei. Sehr cool. Und ich werde mal unsere Zuschauer bei Instagram fragen, ob diese Schuhe wohl eine gute Wahl für Einhornschuhe sind. Ja, bestimmt. Und dann wollen wir mal schauen. Los geht's! Hallo ihr Lieben, wir machen gerade unsere Karnevals-Challenge und ich wollte mal eure Meinung wissen. Was haltet ihr von meinen pinken Crocs? Sind das gute Einhornschuhe oder eher nicht? Schreibt es auf jeden Fall hier in die Abstimmung rein. Yeah. Ja. Bin gespannt, was ich bin die Leute gespannt dazu aufs sagen. Ergebnis. Schreibt also, es uns natürlich auch in die Kommentare. Ja, manche sagen dazu auch typische Gartenschuhe, ne? Ja. Oder Einhornschuhe. Ja. Oder Einhornschuhe. Das lässt sich diskutieren. Gut, dann würde ich sagen, auf zur nächsten Challenge. Genau. So, es sind ja nur noch 2 Zettel übrig. Mhm. Mischen. Okay. Ich hab mir einen rausgefischt. Yay, Fotos mit Zubehör. Und ich mache Slime zu meinem Kostüm. Ja, das passt aber das auch, passt, ne? Ja, das passt, ja. Ich habe ja schon das perfekte Zubehör hier. Ja. Das Make-up habe ich auch schon. Gut, dann machen wir mal ein paar Fotos. Machst du die Fotos von gerne, mir? Oder? Gerne. Okay, gut. Sehr schön. Ja, perfekt.
Also nicht, dass ich selber springe, ne? Ja. So. Sehr, sehr schön. Dann legen wir dann auch schon gleich weiter mit ein Slime. Hier kommt mein Slime-Tutorial für euch mit Einhorn-Regenbogenschleim. So, ihr Lieben, hier kommt jetzt die superschnelle Schleimanleitung für euch. Ich habe hier eine Tüte mit Regenbogen-Styroporkügelchen drin. Da kommt jetzt Bastelkleber dazu. Den habe ich hier im Kanister. Uah. Schon drin. Und natürlich ein bisschen was daneben gegangen. Ist nicht so schlimm. Dazu Kaisernatron. Auch drin. Kontaktlinsenlösung. So. Und alles gut durchkneten. So, und fertig ist der Slime. Einfach die Tüte dann einmal umstülpen. Und hier seht ihr meinen fertigen Regenbogenslime. Ja, also so kann man Karneval auch feiern, ja, würde ich sagen. Ich hoffe, du bist nicht zu böse auf mich. Nein, nein. Also es ist echt witzig. Also ich muss auch echt sagen, ich glaube, ich hätte mir das sogar selber bestellt. Ja. Und ich bin auch schon echt gespannt, was die anderen dazu sagen werden. Was Karn dazu sagt. Naja. Das können wir uns denken. Wollte ich gerade sagen. aber auch bei dir total süß. Ich bin richtig begeistert. Vielen, vielen Dank dafür. Wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Wenn es so ist, Daumen nach oben da lassen. Guckt die Instagram-Story, den Style-Check natürlich auch. Bei TikTok und Instagram gerade vorbeischauen. Genau. Und ja, dann natürlich unten was Nettes in die Kommentare schreiben. Verratet uns, als was ihr euch zu Karneval verkleidet. Genau. Und ob ihr das auch feiert. Ja, natürlich. Vielleicht. Genau. Oder ob ihr sagt, oh mein Gott, das habe ich noch nie in meinem Leben gefeiert. Ihr seid verrückt. Ja. Schreibt das alles unten gerne rein. Und morgen geht es natürlich bei uns noch ein bisschen weiter mit Karneval. Genau, denn ich habe mir auch noch eine Challenge einfallen lassen, die Eva machen muss. Ja. Genau. Seid gespannt. Bis dahin. Bis dann. Tschüss.